So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten PlayStation 3 Let's Play. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt hier alles schon. Ich probiere das gerade zum allerersten Mal aus, die PS3 aufzunehmen. Und ja, ich hoffe, ihr seht alles, aber es müsste eigentlich funktionieren. Und ihr habt das Spiel schon gesehen, beziehungsweise ihr habt es wahrscheinlich im Videotitel auch gelesen, Dirt 3. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das Let's Play machen werde, ob ich das Spiel, ich sag mal in Anführungszeichen, durchspielen will oder ob ich nur so ein paar Parts lang das mache. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich mal gucken muss, wie ich das mit dem Sound hinbekomme, dass das Mikrofon nicht auch noch die ganze Zeit den Fernsehersound aufnimmt. Ich mache den Fernseher mal ein bisschen leiser. Aber am besten würde ich das dann in Zukunft mit Headset spielen oder so. Aber wir schauen jetzt erstmal rein. Ist ja auch ein erster Part. Da könnt ihr mir ja eventuelle Schwierigkeiten noch verzeihen. So, ich habe das extra vorher nicht ausprobiert, damit ihr wirklich komplett seht, wie ich zum allerersten Mal dieser 3 starte. Das werde ich dann wahrscheinlich auch bei jedem Spiel so machen. So, was ist das denn hier? Entschuldigt übrigens bitte, wenn ich mich irgendwo total noobig verhalte, weil ich mich mit der PS3 noch überhaupt nicht auskenne. Die ist gestern bei mir angekommen und ich habe vorher noch nie so richtig mit einer PS3 gespielt. Und ja, ich habe früher eine Xbox 360 gehabt, aber jetzt nicht mehr. Und deshalb bin ich mit Konsolen schon ein bisschen vertraut, aber die PS3 ist für mich Neuland quasi. So, was ist denn das hier? VIP-Passcode. Ja, das machen wir später. So. Da bin ich mal gespannt, ob es hier jetzt noch ein Intro gibt oder sowas. Ich wäre eigentlich enttäuscht, wenn nicht. Aber es sieht danach aus. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Uiuiui. Da ist er, der gute Fiesta. Sehr schön, kein Block. Willkommen bei Dirt 3. Ich bin deine Managerin Ellie und wir sind alle begeistert, dass du bei uns Hallo unterschrieben Ellie. hast. Als erstes bräuchte ich aber noch deine Daten für den Vertrag. Alles klar, dann gebe ich hier mal ein. Wie können wir denn hier groß schreiben? R2, so. TX. Wo sind die Zahlen? Ich brauche Zahlen. Da vielleicht? Ne. Scheiße. Gibt es hier keine Zahlen? Ich wollte mich jetzt TX94 nennen. Aha. So, TX94. So. Start. TX94. X-Cool. Ups. Was war das denn? Das wollte ich gar nicht. Ich will wieder klein schreiben. So. Hallo? Einschreiben bitte. Aha, okay. Ex. Wieso schreibt er jetzt alles groß? Ist immer behindert. Ah, ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen Schwierigkeiten mit der Bedienung. Ex-cool. So. Okay. Das hätten wir schon mal geschafft. Die erste Hürde. Männlich bin ich und Deutsch. Audioname, Jungs, Mädchen, Spitzname. Achso. Meine Spitzname. Streckensau. Straßenrüpel. Süße. Sweetie. Ne, was machen wir denn da? Wildsau. Zuckerschnute. Das ist doch der richtige Name für mich. Amazone. Ass, Baby. Bleifuß, Bruchpilot. Crashpilot. Blitzer,
Geschwindigkeitsschrank. Gesenkte Sau. Das ist geil. Heizer. Pistenschreck. Rambock. Ich glaube, ich nehme Sexbombe. Ich glaube, ich nehme hier das, was ich auch bei Race Driver Crit schon hatte. Bleifuß. So, Anfänger, Amateur, Profi. Geübte Fahrer. Ja, komm, ich mach mal Amateur. Muss ja nicht gleich ganz unten anfangen. Okay. YouTube-Konto-Details. Für was braucht man das denn? Autosave? Ja, gerne. So. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das so gut findet oder ob ich beim nächsten Spiel einfach direkt starten soll, wenn ich schon alles eingerichtet habe. Oder ob ihr hier den Start auch sehen wollt. Sobald du für die Dirt-Tour bereit bist, wartet die erste Meisterschaftsserie auf dich. Oder du startest den Multiplayer-Modus und lässt es richtig krachen. Richtig krachen. Ich würde sagen, ich starte die Dirt-Tour. Dirt. Dirt, natürlich. Du bist nicht verbunden. Wenn es werden keine Ghost-Car-Daten hochgeladen, bla bla. Ja, von mir aus. Ach so. Ich habe hier noch gar nichts eingerichtet. PlayStation, ja, das habe ich noch gar nicht gemacht. Egal. Dann machen wir es ohne. Nein. Fantastisch. Du hast jetzt einen Vertrag über 4 Saisons. Hier ist ein Überblick, was dich erwartet. Wenn du die Saison auswählst, siehst du die momentan verfügbaren Rennen. Okay, dann starten wir mal mit der ersten Saison, würde ich sagen. Zum Auftakt der ersten Saison habe ich dich für die Alpine Stars Trophy angemeldet. Dort kannst du auf dich aufmerksam machen. Okay. Ah, und das ist Jack, dein Chefmechaniker. Hey, freut mich. Sag mir einfach, bei welchem Event du antreten willst und ich kümmere mich um den Rest. Gut, dann starten wir mal mit dem ersten. Die Rallye ist technisch anspruchsvoll und schnell. Die Fahrer starten zeitversetzt in kurzen Abständen. Du hast also immer Tuchfühlung zur Konkurrenz und kannst sie beobachten. Die Rennen führen in Etappen durch verschiedene Geländetypen und Landschaften, die höchste Anforderungen stellen. Vorausschauendes Fahren ist der Schlüssel zum Erfolg. Alle Etappenzeiten werden addiert, also zählt buchstäblich jede Sekunde. Sieger ist, wer die niedrigste Gesamtzeit hat. Alles klar. So, gut. Auf geht's. Cool. Aufgrund deiner Fahrerbilanz sind 2 Teams an mich herangetreten. Beide sind okay. Aber die Auswahl wird größer werden, wenn dein Ansehen steigt. Wenn du ein möglichst hohes Ansehen erreichen willst, hör einfach auf mich. Ich mach dich im Handumdrehen zu einer Sensation. Ist gut, Christian, danke. Wie wär's, wenn unser Fahrer jetzt sein Team wählt? Genau, da wäre ich auch mal dafür. Also ein Peugeot 207 oder ein Abarth Grand Punto. Da würde ich sagen, greifen wir erstmal zum Peugeot, aber ich gucke mir den mal vorher an. So. In Peugeot 207 Super 2000 gewann Chris Meek 2009 die Ja, okay, dann. Ich dachte, der Mann könnte sich da das Auto nur so angucken. Gut, dann nehmen wir mal den Peugeot, würde ich sagen. Sind ja eh gleich teuer und gleich gut, die Fahrzeuge hier. Das Ziel ist natürlich der Ford Fiesta, den wir hier die ganze Zeit schon in den Zwischensequenzen sehen. Das Auto von Ken Block, das sogar vorne auf der Packung drauf ist. Aber am Anfang müssen wir uns dann doch mit einem Franzosenauto zufrieden geben. Willkommen in Finnland. Dies ist einer der berühmtesten Rallye-Schauplätze überhaupt. Jede Menge Sprünge machen. Ja, okay. Jetzt laber nicht zu viel. Ich will jetzt mal fahren. So. Das ist der Servicebereich. Hier findest du Infos zum nächsten Rennen, kannst den Schwierigkeitsgrad und die Fahrhilfen anpassen und dein Auto abstimmen. Ich habe dir erstmal ein ausgewogenes Setup hingeschraubt, aber du kannst es gerne deinem Fahrstil entsprechend anpassen. Wenn du noch Fragen zur Technik hast, wähl einfach die gewünschte Komponente aus.
Okay, rennen. Teilnehmer, blablabla. Was haben wir denn für Fahrhilfen an? ABS. Kurven abbremsen, Gott. Nee. Schaden machen wir mal vollständig hier. Nicht nur optisch. Ich will die richtige Erfahrung. So, okay, rennen. Los geht's. Komm einfach wieder, wenn du weitere Änderungen ja, aber nicht. So. Los geht's. So, jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen, beziehungsweise mit dem Auto. Boah, ist lange her, dass ich das letzte Mal Dirt 2 gespielt habe. Also ich bin jetzt nicht der übelste Profi. Ich habe halt, wie gesagt, Dirt 2 mal gespielt, aber auch nicht allzu lange. Aber es hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, deshalb habe ich mir jetzt auch Dirt 3 geholt. Huiuiui. Aber jetzt muss ich mich, oh Gott, muss mich erstmal an, läuft ja Leute über die Straße, wie geil. Das cool gemacht. Ich muss mich hier an ganz schön viele Sachen gleichzeitig gewöhnen. Ich muss mich erstmal an das Spiel gewöhnen, das natürlich neu ist. Dann muss ich mich an das Auto, scheiße, das Auto gewöhnen. Dann muss ich mich erstmal an den Controller hier gewöhnen, denn ich bin nur den Xbox 360 Controller gewohnt. Und dann muss ich mich noch dran gewöhnen, während einem Rennspiel zu kommentieren. Bei einem Let's Play ist nicht auch gar nicht so einfach. Jetzt hör mal auf zu labern, ich will jetzt hier, ich weiß wie das geht. So, Rückblende. Okay. Gehen wir mal so weit zurück. So, los geht's. Muss man sich erstmal hier einfinden in das Game. Aber das finde ich schon mal geil, dass gerade eben die Leute über die Straße gelaufen sind. Das ist schon ziemlich cool gemacht alles. Grafik ist auch super eigentlich. Muss man jetzt doch sagen, dafür, dass die PS3 doch schon ein bisschen betagt ist mittlerweile, sieht das doch super aus. Also Dirt 2 hat bei mir auf dem PC eigentlich auch nicht viel besser ausgesehen. Aber das ist auch der Grund, warum ich... Scheiße. Oh, komm. Das ist auch der Grund, warum ich... Also mit ein Grund, warum ich mir jetzt eine PS3 gekauft habe. Denn Dirt 2 zum Beispiel hätte ich auch gerne Let's Played auf dem PC. Aber das hätte mein PC nicht mitgemacht. Neben dem Spiel auch noch Fraps laufen zu lassen. Und mit dieser Lösung, die ich hier jetzt habe, kann ich die PS3 ganz easy aufnehmen, ohne Performance-Einbuße zu haben. Super Rennen. Du solltest die Highlights für deine Fans auf YouTube hochladen. So, weiter. Für meine Fans auf YouTube lade ich das hier sowieso hoch. Wer übrigens sehen will, wie ich das hier mache, die PlayStation 3 aufzunehmen, wie das funktioniert, der kann sich gerne das Video dazu angucken. Ich habe ein extra Video dazu gemacht, wo ich die sogenannte Elgato, wie heißt sie nochmal, Elgato Game Capture HD, wie ich die auspacke und anschließe und wie das Ganze funktioniert. Da gibt es ein extra Video zu, könnt ihr euch gerne anschauen. Natürlich auch hier bei Dexadas 94. Zur PS3 gibt es übrigens auch ein Unboxing, aber da ist eigentlich gar nicht so viel zu sehen, weil in der Box gar nicht so viel drin war. So, weiter geht's. Schaffen wir noch ein Rennen? Ja, komm, ein Rennen schaffen wir noch in diesem Part. Ich bin mal auf die ersten Gymkhana-Events gespannt, wenn man dann hier ein bisschen rumdriften muss und so. Wie das funktioniert, das ist ja ganz neu im Vergleich zu Dirt 2. Da gab es das ja noch nicht. So. Ich muss hier erstmal gucken, wie das Ganze funktioniert. Wir könnten eigentlich auch mal noch die Ideallinie hier ausschalten. Die ist, sieht so ein bisschen noobhaft aus. Die könnten wir eigentlich auch mal weglassen. Das ist ein bisschen cooler. Geht das jetzt während dem Rennen?
Optionen hat. KMH hat Elemente. Minikarte zwischen seinen Runden, Zähler, Positionsinfo. Ja, das brauchen wir alles. Steuerung. Ja, muss ich gleich mal gucken. Das geht wahrscheinlich nicht während dem Rennen. Uiuiui, das war knapp. Knapp, dann nehmen wir es auch vorbei. Kling. Steuert sich aber auch ein bisschen schwierig. Beziehungsweise, ja, wie gesagt, ich bin den Controller nicht gewöhnt. Da ist ja der... Scheiße. Ist ja der Analogstick... Alter, was mache ich denn? Ist ja der Analogstick unten. Nicht wieder bei der Xbox. Weiter oben. So, das, da kann man uns alles sparen. Obwohl, das hier ist eine scheiß Position. Probier's mal ab hier. So. Gesagt, es ist so ein bisschen schwierig hier während einem Rennspiel zu kommentieren, weil man sich da doch ein bisschen konzentrieren muss. Deshalb kann es vielleicht vorkommen, dass ich mal zwischendurch ein bisschen länger ruhig bin. Aber ich denke, das stört euch nicht. Das ist ja schon das Ziel. Ja, so ganz taufrig sieht die Karre jetzt nicht mehr aus. Okay, nur Vierter. Aber naja, für den Anfang soll das mal reichen. Wow, ein Podiumsplatz im ersten. Immerhin Dritter. Klasse. Insgesamt. Du erfüllst wirklich alle Erwartungen. Toll gemacht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, was ist erstmal mit dem ersten Part von Let's Play Dirt 3? Schreibt mir eure Meinung dazu unbedingt in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was ihr von dem Let's Play Projekt haltet. Und sagt mir bitte mal, wie ihr das Let's Play haben wollt. Also ob ich hier jetzt das ganze Spiel quasi so lange spiele, wie es geht, oder ob ich nur bestimmte Sachen zeigen soll. Ja, schreibt mir einfach mal, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Part. Ciao. Hey, Bleifuß, du bist fast qualifiziert. Bleib dran und konzentrier dich auf die Trophäe.